Trilex RB60 nach Dresden Hauptbahnhof. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Trainsim World 4 Eisenbahnsimulator auf der Eisenbahnstrecke Nahverkehr Dresden oder beziehungsweise dem Strecken-Add-on Nahverkehr Dresden. Wir stehen gerade hier in den Bahnhofshallen von Dresden-Neustadt, wie man hier unschwer erkennen kann. Und wir haben heute die Baureihe 642 hier auf der Strecke, die wir ein bisschen fahren werden. Und mit ein bisschen fahren werden, ist es gar nicht mal wirklich untertrieben, sondern es trifft es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Denn wir fahren heute nur ein sehr kleines Stückchen, und zwar von Dresden-Neustadt über Dresden-Mitte bis in den Dresden-Hauptbahnhof hinein. Das Zugziel ist an unserer 642 hier auch schon eingetragen. Wir sitzen vorne schon im Führerraum drinne, müssen allerdings szenariobedingt jetzt hier das Fahrzeug mal noch aufrüsten und vor allem ganz wichtig die Fahrgäste einsteigen lassen. Das wollen wir auch direkt tun. Wir setzen uns mit der Kamera über die Taste 1 der Tastatur direkt in den Führerraum hinein, aktivieren hier das Führerpult, hören schon das Zischen der Hauptluftleitung und ja, können eigentlich im nächsten Schritt auch schon direkt die Federspeicherbremse lösen. Die brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Die Zugspitzenlichter schalten wir hier auf dreimal weiß an der Spitze und ja, hinten am Zugschluss natürlich auf zwei rote Rücklichter. Das versteht sich eigentlich von selbst. Und dann können wir unseren lieben Fahrgästen auch den Einstieg noch ermöglichen. In Fahrtrichtung rechts dürfen die zusteigen und genau, da brauchen wir auch gar nicht mal das Entriegeln anklicken. Mit der Taste T und F1 können wir uns hier natürlich noch die Fahrplanübersicht einblenden lassen. Theoretisch ist die Abfahrtszeit hier 8.50 Uhr. Das ist aber gar nicht mal so schlimm, wenn wir die nicht punktgenau anhalten. Wir werden sowieso während der Fahrt wahrscheinlich noch die ein oder andere kleine Verzögerung mit reinbekommen. Einfach aufgrund der dichten Taktfolge hier in oder beziehungsweise im Dresdner Raum. So, Fahrtrichtungsende geht nach vorne, damit der Zug weiß, in welche Richtung wir fahren wollen. Außerdem möchte ich ganz gerne noch die PZB bei dem Fahrzeug aktivieren. Die finden wir hier hinten am Rückpanel unter dem Eintrag PZB am Sicherungsschalter. Und wir sehen hinten schon, die Fahrgäste sitzen drin. Die Beleuchtung bei den Fahrgästen ist auch schon aktiv. Das passt also alles schon. Wir können uns eigentlich jetzt hinsetzen und unseren Führerraum noch ein bisschen einrichten, indem wir hier die Instrumentenbeleuchtung einschalten. Und dann eigentlich, das war es eigentlich auch schon. Instrumentenbeleuchtung können wir hier noch ein Stückchen hochdrehen. Und dann würde ich sagen, können wir die Türen verriegeln. Ich liebe das auch, wenn hier oben so ein weißer Strich nochmal drauf ist, damit man eben genau weiß, welche Schalterstellung damit gemeint ist. Aber wenn man ein bisschen auf dem Fahrzeug unterwegs ist, dann hat man das eigentlich relativ schnell wieder drinnen im Gefühl. So, wir schalten etwas Zugkraft frei. Ausfahren dürfen wir hier aus Dresden-Neustadt mit 60 km pro Stunde. Und dann ist unser nächster Halt Dresden-Mitte. Wir sind ganz klassisch im Startprogramm der PZB. Haben das typische Wechselblinken. Hier auf der rechten Seite steht auch noch von der tschechischen Staatsbahn, der CD, ein Vectron mit Eurocity-Wagen hinten dran. Können wir auch mal ganz kurz rüber schielen. Lassen den Trilex erstmal hier kurz ausfahren. Genau, und hier hinten eben die 193. Sehr schön, vor allem mit den blauen Wagen. Gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Das ist auch mal noch eine Version vom Taurus, die wir unbedingt gemeinsam fahren müssen. Würde ich mich wirklich sehr drauf freuen. So, unser nächster Halt ist jetzt erstmal Dresden-Mitte. Und von da aus geht es dann weiter bis zum Hauptbahnhof. Wir sehen auch schon, hier auf dem kurzen Streckenabschnitt ist doch geschäftig viel Verkehr. Hier steht auch gerade nochmal ein Taurus. Eine ES64U2 in MRCE-Dispolok-Lackierung. Den Kollegen kurz mit dem Makro gegrüßt und natürlich per Lichthupe. Ich habe das allerdings hier über die Tastatur gemacht. So, 60 waren angesagt und die können wir auch gerne einhalten. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt so viel von der Elbe noch sehen kann. Naja, das meiste ist schon verschwunden, aber immerhin ein kleiner Blick genügt. So, wir hören im Hintergrund noch, wie der Motor zwar hochdreht, allerdings der Kraftfluss zwischen den Achsen und dem Fahrzeugmotor schon getrennt ist. Und für uns heißt es dann, ab Bahnsteiganfang würde ich sagen, allmählich mal runterbremsen, damit wir hier punktgenau zum Stehen kommen. Na,
Nicht SB. Das wollte ich nicht. Der bremst schon so genug. So, dann lösen wir ein Stückchen wieder aus. Perfekt. Und in Fahrtrichtung links die Türen freigeben. Ja, das mit der SB funktioniert tatsächlich bei dem Triebwagen hier relativ schnell. In der Simulation gibt es da keinen wirklichen Rastpunkt, den es da zu überwinden gilt. Insbesondere wenn man das eben über die Tastatur steuert, so wie ich es gerade gemacht habe, dann passiert es öfters mal, dass man da in die SB-Stellung reinkommt. Ist ja auch schon bei der ersten Fahrt mit dem 642 hier in TSW auf der, nicht mal in Spessartbahn, sondern auf der Westfrankenbahn geschehen. Beziehungsweise auf dem Streckennetz der Westfrankenbahn, als wir dann in Richtung Aschaffenburg gefahren sind. So, mal ganz kurz noch gucken. Dresden-Mitte hat eine, doch sehr kurze Haltezeit auch. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns den Triebwagen dann mal im Dresdner Hauptbahnhof noch kurz an. So, Türen verriegelt. Und dann können wir los. Okay. Abfahrt hier in Dresden-Mitte. Und ab geht die Post. Also das Makro finde ich irgendwie ein bisschen komisch hier in der Simulation umgesetzt. Aber naja, ist halt so. So, wir dürfen erstmal mit freier Geschwindigkeit oder ohne Geschwindigkeitsbeschränkung rausfahren. Haben dann hier allerdings 40 zu erwarten. Das Ganze quittieren wir auch. Wir ziehen ungefähr so auf 45 bis 50 hoch. Nehmen die Zugkraft zurück. Und lassen den Zug jetzt einfach ausrollen. Hier unten die ganzen Parkplätze noch. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es in Dresden hier unten so viele Parkplätze etc. gibt. Naja. Ein weiteres Mal bekommt die CDE mit einem wunderschönen Eurofima-Wagenpark hier dahergerollt. So, mittlerweile sogar 60 erwarten. Okay. Das klingt doch nach einer freien Einfahrt. Nee, klingt nicht nach einer freien Einfahrt, sondern nach Halterwarten verkürzt. Dann frage ich mich aber ehrlich, wieso man hier von 40 auf 60 plötzlich hochsignalisiert. Ob das ein kleines Problemchen ist oder wie das zustande kommt. So, 60 verkürzt. Wir drücken es nochmal weg. Hier wieder die Kletterhalle vom Sächsischen Bergsteigerbund. Und dann geht's allmählich nach Dresden Hauptbahnhof rein. So, da kommt ein Gleismagnet. Der ist auch bestimmt scharf, natürlich. 500 Hertz. Und demnach gilt irgendeines der Signale hier vorne, die da so in der schönen Reihe aufgestellt sind, auch sicherlich für uns. Weil, wie gesagt, der Bremsweg ist ja hier auch verkürzt gewesen. Von daher ist die, die Annahme ganz nah. Genauso wie das Signal. So, wir bremsen hier einfach ganz gemütlich rein. Wir können ein bisschen näher im Schatten halten. Da ist es für uns angenehmer mit der Sonne. Verstecken wir uns so ein bisschen, mit der Windschutzscheibe hinter der Brücke da. So, die Traktion ist gesperrt. Soll sie auch bleiben. Wir wollen erstmal nicht weiterfahren. Wir müssen jetzt erstmal noch auf die Einfahrt warten hier, vorm Dresdner Hauptbahnhof. Das sollten hier eigentlich die Anfahrsignale sein. Die sind jetzt wahrscheinlich in der Simulation einfach irgendwie bezeichnet. Aber, na gut. Ich wollte es eigentlich in Dresden-Mitte schon machen, gerade eben. Nämlich einmal das Repaint so ein bisschen begutachten. Ich persönlich finde es nämlich richtig schön, überhaupt mal einen anderen Zug zu fahren mit einem Repaint. Oder beziehungsweise halt, klar, wir haben immer noch dieselbe Baureihe, dasselbe Fahrzeug. Aber wir haben eben ein ganz anderes Äußeres. Und wenn man sich so das Szenario anschaut und auch die Fahrzeuge, die halt hier rumfahren, dann sieht man eben auch wirklich, welche Vorteile einfach dieser Lackierungsgestalter bzw. der Creators Hub von DovTail Games hier in die Simulation hineinbringt. Weil diese Vielfältigkeit, die kannte man vor dem Creators Club oder Creators Hub, je nachdem, so bisher eigentlich noch nicht. So, auf der einen Seite haben wir hier dieses Farbkleid vom typischen Trilex, der eben von Dresden aus verkehrt. Vor allem im Umland. Der Zug müsste den Länderbahnen angehören. Oder der Länderbahn GmbH heißt sie, glaube ich, genau gesagt. Eben jetzt hier auf der Trilex-Linie 60 war es doch gleich, ne? Und da höre ich schon einen anderen Zug herannahen. Ah,
Es schaut wie eine 143 aus, ja. Mit Dostowagen. Wobei, die dürfte es eigentlich nicht sein, die uns hier ausbremst. Da müsste noch irgendetwas anderes kommen. Weil das ist eigentlich kein Fahrweg, der hier irgendwie kreuzt. Naja, wir geben dem Spiel mal noch ein, zwei Minuten. Ansonsten rufen wir mal im Stellwerk an und schauen da mal, was Phase ist. Genau, der Zug ist eben hier in so einem schönen gelb-weiß-grünen Farbtönen gehalten. Haben ganz normal auch erste und zweite Klasse hier im Zug. Müssten wir dann hier oben... Ach, wobei, Korrektur. Wie es aussieht, gibt es tatsächlich nur die zweite Klasse hier bei den Länderbahnen. Aha, okay. Da würde mich jetzt aber tatsächlich echt noch interessieren. Wir gehen mal ganz kurz aus dem Führerraum raus. Ob man das auch innen drinne sieht. Weil, gut, das ist jetzt hier die typische Sitzbepolsterung eigentlich von DB Regio. Ich weiß gar nicht, ob auch DB Regio hier in der Simulation... Nee, tatsächlich nicht. Tatsache. Das ist alles zweite Klasse. Ah, guck mal, hier kommt gerade der andere Trilex ausgefahren aus dem Dresdner Hauptbahnhof. Ja, dann geht's für uns weiter. Und apropos Einfahrt in den Dresdner Hauptbahnhof. Letztens war eine Frage da, was dieses auf die Seite gelegte T denn bedeutet. Ich merke mir das immer sehr gerne, dass es so aussieht wie ein, ja, wie ein Puffer quasi von der Seite, in der Seitenansicht. Und das deutet eben darauf hin, oder beziehungsweise ja, sagt uns einfach, dass wir hier eine Einfahrt in ein Stumpfgleis haben. Also ein Stumpfgleis ist eben ein Gleis, was ja, irgendwo endet, beziehungsweise wo halt ein Prellbock steht. Jetzt im Fall des Dresdner Hauptbahnhofs. Genau genommen ist halt der Stumpfgleis- und Frühhaltanzeiger, wenn man es genau machen möchte. So, drücken wir hier wachsam. Und genau, wir fahren jetzt hier etwas langsamer in den Dresdner Hauptbahnhof ein. Wir wissen zwar, wo die Prellböcke stehen, ja, aber dennoch machen wir hier etwas ruhiger. Auch ganz wichtig, wir sind hier noch im Wechselblinken. Deswegen müssen wir sowieso etwas vorsichtiger fahren. So, wir können mal noch ganz kurz schauen. Dresden Hauptbahnhof Gleis 7 wird angepeilt aktuell. Und wir haben auch da, ja, welch ein Glück, wir haben gar keine genaue Ankunftszeit, die uns hier gegeben wurde. Und dann geht es einmal den Berg runter. So, ich mache jetzt hier auch bewusst etwas langsamer. Einfach weil ich eben auch nicht genau weiß, wo uns jetzt hier die Fahrdienstleitung lang schickt. So, ganz wichtig, auch hier geht es den Berg runter. Da muss man schon ein bisschen reinbremsen, damit man nicht über die Zielgeschwindigkeit hin drüber kommt. So, dann kann man auch hier schon leicht die Bremse einlegen. Der Zug bremst jetzt hier dynamisch runter und Gleis 7 ist dann für uns der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und ja, ich hatte es schon angekündigt, es wird eine etwas kürzere Fahrt werden als sonst. Also tatsächlich nicht viel mehr in diesem Szenario, was einfach damit zusammenhängt, dass die ja, Länderbahnen in oder im Dresdner oder allgemein für diese Strecke halt keinen wirklichen Linienverlauf haben, den man gesamt oder ja, in Gänze nachbilden könnte. Die Strecke, die quasi von den Länderbahnen befahren wird, zweigt dann hinter Dresden-Neustadt ab und ist eben leider nicht mehr wirklich im Nahverkehr Dresden nachzubilden. So, wir stellen unseren Zug kurz vor den Prellbock. So, Haltebremse sollte wirksam sein. Wir legen aber die Bremse ein, öffnen in Fahrtrichtung rechts die Türen und lassen unsere lieben Fahrgäste noch aussteigen. Damit wären wir im Dresdner Hauptbahnhof angekommen, wo auch dieses Video tatsächlich ja, ankommt und endet. Wenn dir diese leider auch kurze Fahrt ja, gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Däumchen nach oben bedeutet hierbei allerdings ausdrücklich nicht, dass kurze Videos gewünscht sind. Möchte ich an der Stelle nochmal ganz kurz hervorheben. Denn auch wenn dir die Fahrt gefallen hat und ja, dir dieses Repaint
mal ein bisschen Spaß gemacht hat, schreib es mir auch gerne unten mal in die Kommentare hinein. Ich würde mich auf jeden Fall über dein Feedback freuen. Und ja, wir sehen uns in allerspätestens 3 Tagen um 14 Uhr hier auf dem Kanal wieder. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und in dem Sinne, allseits gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.